Hey ho und guten Morgen zu einem weiteren Video hier aus Melbourne, die Stadt, die verdammt schön ist. Und genau das zeige ich euch heute auch wieder, denn ich befinde mich gerade hier in einem Garten oder Park in der Nähe vom Exhibition Center. Das ist nämlich eines der ältesten Exhibition Centers der Welt, was ich richtig cool finde. Und auch aus der Ferne sieht es schon richtig, richtig schön aus. Das ist aber nicht mein eigentliches Ziel. Mein eigentliches Ziel ist nämlich heute das Melbourne Museum und Jurassic World. Tickets habe ich jetzt bekommen für Jurassic World sowie das Melbourne Museum und befinde mich gerade vor dem Skelett von einem Blauwal, was verdammt riesig ist, würde ich mal sagen. Und es war richtig cool, gerade die Ticketverkäuferin war gerade richtig, richtig nett, hat mir richtig viele Komplimente zu meinem Englisch gemacht, was ich richtig cool fand. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal zusammen das Museum an und hier mal erstmal den Blauwal. Nachdem ich mir jetzt die 4 der insgesamt 11 Ausstellungen angeschaut habe, darunter der menschliche Körper, aber auch historische Sachen, sowie auch die Aborigine-Kultur, mache ich mich jetzt auf zu meinem eigentlichen Highlight meines heutigen Ausfluges hier ins Melbourne Museum, nämlich Jurassic World. Written for all time in the earth, below our feet, at Jurassic World. The park is a technological marvel and a modern phenomenon. Das nenne ich mal eine krasse Ausstellung. Ich habe erst daran gezweifelt, ob es sich lohnt, ein bisschen mehr Geld für Jurassic World auszugeben, aber das war ja mal der Hammer. Da musste man echt teilweise fast Angst haben, dass der T-Rex da einmal zuschnappt. Das war verdammt krass, verdammt echt aussehend, richtig gruselig, verdammt cool. Verdammt cool ist denn bitte schön dieses Museum hier. Es war der Hammer, es war richtig, richtig cool. Und das Gute war auch, dass heute das Wetter total beschissen war. Es hat durchgehend fast geregnet. Hab jetzt sogar richtig Glück, dass es hier eine Regenpause gibt. Alles ist hier noch irgendwie nass.
Deswegen werde ich jetzt schnell zurücklaufen und werde mir irgendwas zu essen machen, denn ich habe tierisch Hunger. Aber auf jeden Fall war das Museum war hammergeil. Also vor allem diese Jurassic World Ausstellung war verdammt cool. Es hat sich mehr als gelohnt. Ich meine, das Ganze war, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, das Ganze war wie ein 3D-Film in noch mehr echt. Keine Ahnung, das war total verrückt, richtig krass. Und heute Abend gehe ich auf sogenanntes Skydeck. Das ist eines der höchsten Gebäude hier in Melbourne, wenn nicht sogar das höchste. Und werde mir dort heute Abend mal von oben die Stadt anschauen. Da bin ich auch mal gespannt, wie Melbourne, so eine der größten Städte Australiens, eben nun mal von oben aussieht. Ich freue mich riesig drauf. Das seht ihr gleich dann im Video. Ich sage schon mal tschüss und live your life and see you tomorrow.